Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jugendgottesdienst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt heute ein reines Herz dabei. Vergesst einfach, wer neben euch ist. Vergesst, dass ihr zu Hause seid und lasst uns einfach gemeinsam Gott anbeten. Amen. Gott segne euch. Ich erwacht, denn ich bin berufen, jeder Traum wird nun wahr, das Leben zu leben mit dir. Ich hab mich entschieden. Du hilfst mir auf, lässt mich Wunder sehen, die Liebe hält ewig jung und keine Sekunde verschwendet in heiliger Freiheit. Sieh die Sonne, wenn die durch die Wolken bricht, schwarz und weiß wird zum bunten Farbenlicht, alles neu, denn mein Retter findet mich. Leben jetzt und hier. Leben jetzt und hier. Hoch empor, deine Freiheit ist ein offenes Tor. Du bist alles, was ich will und mehr. Du zeigst den Weg, bist an meiner Seite. Liebe hat mich erfüllt, nichts ist zu vergleichen mit dir. Ich hab mich entschieden für dich. Sieh die Sonne, die du
hast mich geformt, wir leben ein Gehalt. Du warst schon immer gut zu mir. Orient uns überwältigen, gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kennst du mich und spürst mich auf. Lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist wieder mir. Was für eine gesegnete Lobpreiszeit. Ich weiß, heute ist der Jugendgottesdienst ein bisschen anders als gewohnt, da wir nicht zusammen sein können, aber wir können heute über diesen Livestream einfach zusammen sein. Und ich würde heute gerne ein kurzes Wort mit euch teilen und das Thema, was ich dem Wort gegeben habe, das heißt mitgehangen, mitgefangen.
ist wahrscheinlich ein sehr bekanntes Sprichwort, wo wir oft damit verbinden, dass wir einfach in Situationen reinrutschen. Genau darum geht es heute, dass wir einfach in schwierigen Situationen oft dazu geleitet werden oder dass es dazu führt, dass wir schwierige Entscheidungen treffen müssen. Aber auch, dass wir oft durch Emotionen uns führen lassen und dann voreilige oder zu schnell einfach Entscheidungen treffen, die wir am Ende bereuen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir einfach Entscheidungen treffen oder einfach gerade aus Emotionen irgendetwas sagen und am Ende denken, oh, wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Und die Bibel, die hat da eine sehr bekannte Stelle, wo auch ein Ehepaar eine Entscheidung getroffen hat, die sie am Ende am liebsten bereut hätten sollen. Und dafür schlagen wir Apostelgeschichte 5, 1 bis 11 auf. Amen. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöses beiseite. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von den Einnahmen für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Ananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste all die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Sag mir, fragte Petrus, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasst die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Vater, ich danke dir, Herr, für den heutigen Tag, Vater. Ich danke dir, Herr, dass wir, Herr, auch in der Entfernung, Herr, zusammen sein können, Vater, Herr. Und ich bitte dich, Herr, gebrauch mich heute, Herr, dass du, Herr, sprechen kannst, Herr, durch dieses Wort, Vater, Herr. Denn du hast dieses Wort, Herr, du hast dieses Ereignis geschehen lassen, Vater. Und dass wir lernen können, Herr, aus den Fehlern von Hananias und von Sapphira, Vater. Und dass wir wachsen können als Person, Vater, als deine Kinder, Vater, und als Gemeinde, Herr. Segne diese Jugend in deinem Namen, Jesus. Amen. Wow, diese Stelle, die ist natürlich schon sehr hart. Ne? Wir fragen uns natürlich immer, wie konnte das passieren? Wieso mussten Hananias und Sapphira in diesem Moment sterben? Aber ich habe dieses Thema dieses Wort in 3 Punkten unterteilt. Das erste Punkt, der ist eigentlich schon der wichtigste, denn es heißt, unser Wort zählt. Hananias und Sapphira hatten versprochen vor der Gemeinde, dass sie ihr Grundstück, alles, was sie hatten, verkaufen wollten und den Erlös, also quasi das Geld, was sie von diesem Verkauf bekommen, der Gemeinde spenden wollen. Denn zu dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist über die Gemeinde herabkam, in Apostelgeschichte 2, haben viele sich bekehrt und viele wollten den Apostel nachgehen. Viele wollten von diesem Jesus mehr kennenlernen und viele wollten das Wort Gottes verteilen, denn der Heilige Geist kam sehr oft und sehr tiefgründig auf die Menschen herab. Also gab es viele Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, hey, ich lasse alles zurück, ich möchte mein Leben Jesus geben und zwar vollständig, ich möchte ihm dienen. Und für die war dann Geld und Grundstücke wertlos. Und Ananias und Sapphira, wahrscheinlich voller Emotionen, deswegen habe ich angefangen mit den Emotionen, haben beschlossen, ihr Grundstück zu verkaufen. Aber nachdem sie dieses Grundstück verkauften, waren sie nicht ehrlich zu den Aposteln, in dem Fall zu Petrus. Und haben quasi nur einen Teil des Geldes Petrus gegeben und haben aber behauptet, das wäre alles, was sie bekommen haben. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wenn wir die Stelle lesen, wo Petrus mit Hananias sprach, dann sagt Petrus ganz deutlich, du hättest das Geld doch einfach für dich behalten können. Petrus, geleitet durch den Heiligen Geist, hat Hananias gesagt, hey, du musst uns nicht anlügen. Wir wollen dein Geld überhaupt nicht. Wenn du die Entscheidung triffst, dass du das Geld behalten willst, dann behalt's doch einfach. Aber wieso sagst du, dass du etwas verkauft hast und dann tust du aber nur zur Hälfte etwas spenden und sagst aber, dass es die komplette Spende war?
Das Problem bei dieser Situation war einfach, dass Hananias und auch später Sapphira das Wort nicht gehalten hatten, was sie versprochen hatten. Und hinzu kommt, dass sie vor den Aposteln und somit auch vor Gott gelogen haben. Und wie oft stehen nicht wir da vor dieser Entscheidung, dass wir etwas sagen, dass wir etwas tun und am Ende tun wir es nicht. Dass wir sagen, wir helfen jemandem und am Ende helfen wir nicht. Dass wir sagen, wir kommen an diesem Tag und an diesem Tag kommen wir doch nicht. Und um das zu unterstützen, was dieses Wort uns hier lehrt, lesen wir Matthäus 5, 37. Da hat Jesus selbst gesagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Jesus sagt selbst, wenn wir unser Wort brechen, dann handeln wir im Bösen. Dann handeln wir nicht so, wie ein Christ handeln soll. Denn unser Ja, wenn wir sagen, wir helfen jemandem, wenn wir sagen, wir spenden etwas, dann spenden wir und dann helfen wir. Wenn wir sagen, hey Jesus, ich gebe dir mein Leben, dann ist es vollständig. Nicht nur, ja, heute bin ich in der Gemeinde und morgen habe ich keine Lust mehr. Morgen will ich nicht mehr Christis Nachfolger sein, morgen will ich nicht mehr Kind Gottes sein, sondern morgen mache ich, was ich will und am Sonntag bin ich wieder in der Kirche. So ist es aber nicht. Wenn wir entscheiden, Jesus nachzufolgen, wir geben Gott ein Ja, dann ist dieses Ja für immer. Verstehen wir das? Wenn wir sagen Nein zum Bösen, wenn wir sagen Nein, ich mache das nicht, weil die Bibel das nicht möchte, weil ich das nicht möchte, dann ist es ein Nein. Und dieses Nein muss ich halten, außer es ist gegen das Wort Gottes, dann ist dieses Nein ungültig. Amen. Der zweite Punkt ist, Gott ist gnädig, aber gerecht. Wir können natürlich sagen, ja, aber Gott ist doch Liebe, Gott ist doch immer gut zu uns. Wie kam es dann, dass diese Menschen sterben mussten? Gab es keine andere Option? Wir müssen hier an dieser Stelle überlegen, die Gemeinde, die war erst wenige Tage, vielleicht Wochen alt. Die Gemeinde war gerade erst am Entstehen. Der Heilige Geist war erst gerade über die Apostel herabgekommen, nachdem Jesus wieder im Himmel war. Nach 10 Tagen an Pfingsten kam der Heilige Geist herab und erfüllte Petrus und 120 weitere Jünger und Nachfolger Jesus, die zusammen in Jerusalem gebetet haben. Und nach der Predigt von Petrus, wo über 3000 Männer sich bekehrten, die Frauen wurden damals nicht mitgezählt, also mehr als 3000 Leute sich bekehrt haben, dann war die Gemeinde quasi in der Anfangszeit. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr ein Projekt startet, ihr seid in den Anfangszeiten und eure besten Kumpels, eure besten Unterstützer in diesem Projekt auf einmal das komplette Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich sagen, dass sie tun wollten. Wenn ihr in einer Band seid und plötzlich will der Schlagzeuger gar nicht mehr mitmachen, wie soll dann diese Band jemals funktionieren? Wie sollte die Gemeinde wachsen, wenn schon von Anfang an das Fundament eine Lüge wäre? Deswegen musste Gott in diesem Moment reagieren. Deswegen sind Ananias und Sapphira gestorben. Nicht, weil Gott sie nicht liebte oder weil Gott nicht ihnen vergeben konnte. Nein, weil sie vor Gott gelogen haben, was eine sehr üble Lüge war, was eine sehr üble Sünde war. Und vor allem, weil sie dadurch die Gemeinde gefährdet hätten. Weil stellt euch mal vor, es wäre später passiert, es wäre später herausgekommen, dass sie gar nicht das Geld gegeben haben. Was wäre da für ein Streit entstanden? Vielleicht hätten dann die anderen gesagt, aber ich habe alles gegeben, wieso durften Ananias und Sapphira das Geld behalten? Das wäre ein Chaos gewesen. Also musste Gott mit extremer Strenge, aber Gerechtigkeit handeln. Und Paulus erinnert uns an in 1. Korinther 10, 23, dass es genau um das geht. Dass alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles baut auf. Wie oft sind nicht wir so? Wie oft nicht denken wir, ich kann das doch tun. Ist doch egal, das tut doch keinem weh, wenn ich das tue. Ist doch egal, wenn ich sage, dass ich zur Probe komme und dann komme ich eine Stunde später. Es tut doch keinem weh, ich komme doch dann. Oder wenn ich mich mit jemandem verabrede, wenn ich mit jemandem reden will und dann rede ich nicht mit der Person oder ich vergesse, ihn anzurufen oder ich nehme es nicht so, ich schätze es nicht wert, was ich eigentlich tun soll. Ja, es ist alles erlaubt. Aber es ist nicht alles nützlich. Und wir können andere Menschen dadurch schädigen, durch unsere Entscheidungen, die wir treffen, durch die Dinge, die wir aus unserer Emotion vielleicht beschließen und dann uns trotzdem nicht dran halten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Was für einen Nutzen habe ich davon, dass ich in Exzessen lebe? Dass ich nur mein Leben voll von Dingen lebe, die Gott nicht möchte?
Was habe ich für einen Nutzen, wenn ich sonntags in die Gemeinde gehe, wenn ich dann von Montag bis Samstag mein Leben so lebe, wie ich will? Natürlich ist alles erlaubt. Gott verbietet es uns nicht direkt. Gott gibt uns die Freiheit zu tun, was wir wollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott nicht glücklich damit ist, wenn wir tun, was wir wollen. Wenn wir nicht nach seinem Willen leben. Denn Gott hat uns mit einem Zweck, mit einem Hintergrund geschaffen. Er will, dass wir seine Berufung leben. Er hat etwas für uns vorbereitet, hat einen Weg für uns vorbereitet. Und dieser Weg ist der einzig richtige Weg in unserem Leben. Wir sollen den Herrn lieben. Wir sollen aus Liebe für ihn handeln. Nicht einfach nur, weil unsere Eltern sagen, wir sollen am Sonntag in die Kirche gehen. Und nicht einfach nur, weil es vielleicht gerade so ist, dass ich meine besten Freunde in der Kirche habe. Nein. Wir müssen die Entscheidung treffen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und unser Leben ist dadurch begrenzt, dass wir die Entscheidung treffen, Gott nachzufolgen. Versteht ihr das? Wir sind frei durch Christus. Heißt nicht, dass wir frei sind, um alles zu tun, was wir wollen. Wir sind frei in Christus bedeutet, dass wir die Freiheit haben von den Sünden, dass wir befreit sind von all dem Schlechten auf dieser Welt, weil Christus mit uns ist, weil Jesus mit uns ist. Das heißt trotzdem, dass wir Schwierigkeiten haben werden. Das heißt trotzdem, dass wir falsche Entscheidungen treffen werden. Dafür brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes und dafür brauchen wir mehr Beziehung mit Gott. Und dafür kommen wir auch schon zu dem dritten und auch letzten Punkt. Überleg es dir gut, habe ich den dritten Punkt genannt. Sapphira, wie wir im Vers 8 gelesen haben, hatte noch die Chance, die Wahrheit zu sagen. Sapphira war nicht dabei, als Hananias mit Petrus gesprochen hat. Und als sie reinkam, nach ganzen 3 Stunden, da fragt Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag verkauft? Und Sapphira antwortet ja. Da sagt Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Sapphira hatte die Chance, noch alles richtig zu machen. Petrus stellte diese Frage bewusst nochmal. Petrus hat nicht gesagt, wieso habt ihr uns angelogen? Petrus hat Sapphira gefragt, war das dieser Betrag? Und Sapphira hätte sagen können, nein, es war nicht dieser Betrag, es war mehr. Sapphira hätte sagen, hey, es tut mir leid, aber vielleicht waren wir da in Emotionen, können wir nicht doch weniger geben, wäre es nicht möglich, dass wir nur die Hälfte geben. Wir brauchen vielleicht den Rest noch. Und ich bin mir sicher, dass Gott Erbarmen gehabt hätte mit Sapphira. Aber Sapphira hat genau dieselbe Lüge wie Hananias gesagt. Sapphira hat die Entscheidung getroffen, das Falsche zu tun. Und dadurch ist auch sie gestorben, wie wir gelesen haben. Sie wurde zur Komplizin des Bösen. Und wie oft sind wir Komplizen des Bösen? Vielleicht denkt ihr, wie kommst du auf die Idee, Patrick? Wie kommst du auf Komplizen des Bösen? Wie oft treffen wir die falsche Entscheidung, weil wir mit falschen Freunden unterwegs sind? Wenn man überhaupt diese Menschen dann Freunde nennen darf. Wie oft sind wir mit Menschen unterwegs, die uns dazu führen, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen? Wie oft sind wir mit Menschen unterwegs, die Gott nicht kennen, und anstatt, dass wir sie beeinflussen, um das Gute zu tun, lassen wir uns beeinflussen, das Schlechte zu tun. Indem wir zum Beispiel zu spät nach Hause kommen, indem wir zum Beispiel anfangen, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, sei es Drogen, sei es Alkohol, sei es Exzesse in irgendwelchen extremen Partys, dass wir Dinge tun, die wir nicht sollen. Gott hat uns die Freiheit gegeben, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber Gott hat uns auch die Freiheit gegeben, die Entscheidung zu treffen, die wir wollen. Und manchmal werden wir verleitet durch Freunde, durch scheinbare Freunde, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und Sapphira war hier geleitet durch ihren Ehemann Hananias und dachte, okay, wir haben uns abgesprochen, also muss ich das Gleiche sagen. Aber nein, sie hatte die Option, nein zu sagen. Sie hatte die Option zu sagen, nein, Petrus, wir haben diesen Betrag bekommen. Aber wir schaffen das nicht, dieses alles zu geben. Wir brauchen das noch für irgendetwas. Diese Chance hätte sie gehabt, aber diese Chance hat sie nicht genutzt. Und hat dann dieselben Konsequenzen getragen wie Hananias. Und das alles scheint immer sehr brutal sich anzuhören, aber in unserem täglichen Leben ist es genauso. In unserem täglichen Leben, vielleicht bringt Gott uns nicht um, in diesem Sinne, dass wir plötzlich tot auf dem Boden liegen, weil davon habe ich jetzt in letzter Zeit wenig gehört.
Aber wie oft haben unsere Entscheidungen dazu geführt, dass wir uns von der Gemeinde trennen, dass wir uns von unseren wahren Freunden trennen und dass wir uns vor allem von unserem Erlöser trennen. Wir kommen dann und denken, ich kann das auch alleine. Ich brauche nicht in die Kirche zu gehen, um Gott zu dienen. Ja, gut, es stimmt, Gott ist immer mit uns, überall. Aber Gott hat die Kirche geschaffen, damit wir zusammen sind, dass wir gemeinsam diese Schwierigkeiten durchgehen, dass wir in den freudigen Tagen gemeinsam in Freude sind und in den traurigen Tagen gemeinsam trauern. Dafür hat Gott die Gemeinde geschaffen. Dafür hat Jesus die Gemeinde geschaffen. Wieso ist Jesus nicht alleine durch die Welt gegangen? Jesus hat 12 Jünger auserwählt, die ihn begleitet haben. Jesus ist nicht einfach durch die Straßen gegangen und hat Wunder getan und hat alles alleine gemacht. Er hätte es tun können. Aber selbst Jesus als Sohn Gottes war abhängig vom Vater und hat seine Jünger dabei gehabt. A, um ihnen zu lehren, was der richtige Weg ist, und B, weil er das nicht alleine tun wollte und sollte. Wenn Jesus seine Nächsten geliebt hat, wenn Jesus seine Nächsten geliebt hat und uns gelehrt hat, dass wir unseren Gott ehren und lieben sollen und unsere Nächsten wie uns selbst, wenn Jesus uns das gelehrt hat, warum soll ich dann denken, dass ich als Einzelgänger Christ hier durch die Welt gehen soll? Also lasst uns die richtige Entscheidung treffen. Es wird nicht einfach sein und wir werden vielleicht Freundschaften reduzieren müssen. Vielleicht werden wir Entscheidungen treffen müssen, dass wir nicht mit bestimmten Personen unterwegs sind. Und da bleibt uns nur Gebet für diese Person. Wir können nicht die Welt gewinnen und unsere eigene Seele verlieren. Das hat uns auch die Bibel gelehrt. Und damit wir zum Schluss kommen, lass dich nicht von Freunden oder Dingen in deinem Leben beeinflussen, die dich von Gottes Weg trennen können. Suche eine Beziehung mit Gott. Sucht wirklich eine Beziehung mit Gott. Nutzt die Zeit, wo ihr habt, um zu beten. Nutzt die Zeit, die ihr habt, um das Wort Gottes zu lesen. Nutzt die Zeit, wo ihr habt, um ein Lied zu singen, um ein Lied zu schreiben, um einfach mit dem Herrn zu sein. Nutzt die Zeit, die ihr habt, um auch zuzuhören. Gott möchte mit uns sprechen, durch sein Wort, aber auch persönlich. Die Bibel sagt, dass wenn ihr in unseren Raum geht, in unseren versteckten Ort, in unseren geheimen Ort, da möchte der Herr mit uns sein. Der Herr möchte eine Beziehung mit uns. Er möchte nicht nur, dass wir ihn Vater nennen, er möchte uns auch zeigen, wie ein richtiger Vater uns zeigt, was richtig und was falsch ist. Eure Beziehung mit euren Eltern, durch diese konntet ihr viele Dinge lernen. Je nachdem, ob ihr eine bessere Beziehung mit eurem Vater oder mit eurer Mutter oder am besten mit beiden habt, habt ihr viel durch eure Eltern lernen können. Und genau das möchte Gott tun. Er möchte, dass ihr ihn als Vertrauenspunkt habt. Er möchte, dass ihr ihm alles vor ihn legt, auch diese schwierigen Entscheidungen. Er möchte auch nicht, dass ihr sagt, ja, ja, ich mache es und am Ende macht ihr es nicht. Gott möchte, dass ihr überlegt, bevor ihr etwas sagt. Gott möchte, dass ihr überlegt, bevor ihr etwas tut. Gott möchte, dass ihr auf ihn schaut, dass ihr durch seinen Heiligen Geist geleitet werdet. Und das ist schwierig, ja? Wir treffen sehr oft schnell Entscheidungen. Und manchmal kommt es uns vor, als müssten wir sofort eine Antwort für alles haben. Aber legen wir das wirklich alles vor Gott. Such eine Beziehung mit Gott und lass dich durch den Heiligen Geist leiten. Und das ist das einzig Richtige, was wir tun können. Dass wir dem Heiligen Geist vertrauen, dass wir alles vor ihm legen und dass wir auf unser Herz geleitet durch den Heiligen Geist hören. Nicht, weil unser Herz selbst ist selbsttrügerisch. Unser Herz verleitet uns dazu, falsche Dinge zu tun. Aber wenn wir geleitet durch den Heiligen Geist auf Gottes Geist hören, dann werden wir den richtigen Weg finden. Und wie? Mit Gebet und der Bibel. Denn Gottes Wort ist lebendig. Die Bibel ist nicht einfach ein Buch oder eine App, die ihr runterladet, wo ihr jeden Tag Wörter liest, wo coole Sprüche hat. Nein, die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Die Bibel, die ist für uns jeden Tag neu. Denn der Heilige Geist, der berührt uns immer durch das Wort Gottes an einer anderen Stelle. Manchmal lesen wir Johannes 3, Vers 16. Das ist eine sehr bekannte Stelle, wo steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Stelle lesen wir so oft und wir kennen sie in- und auswendig. Und trotzdem berührt sie uns an einem Tag
und sagt, hey, Gott liebt mich. Und an einem anderen Tag sagt sie, hey, wir werden das ewige Leben bekommen, wenn wir nach Jesus suchen. Und hey, Jesus ist für uns gestorben. So ein kurzer Vers hat so viel Message, so viel Botschaft für uns. Und das ist jeden Tag dieses lebendige Wort, wo uns anders berührt, wo uns anders bewegen kann. Amen. Und ich möchte einfach noch für uns, für euch beten. Schließt eure Augen, dass wir einfach wirklich die richtigen Entscheidungen treffen in unserem Leben. Vater, Herr, ich danke dir, Herr, dass du, Herr, zu uns gesprochen hast an diesem Tag, Vater. Ich bitte dich, Herr, segne jeden Einzelnen dort, wo er ist, Vater, Herr. Berühre ihre Leben in diesem Moment, Vater, und hilf uns, Herr, dass unser Ja ein Ja ist und dass unser Nein ein Nein ist, Vater. Ich bitte dich, Herr, gib uns deine Leitung, Vater, Herr, dass dein Heiliger Geist in uns lebt, Vater, dass wir unsere Herzenstür öffnen, Herr, dass Jesus hineintreten kann und dass du Platz nimmst zu 100%, dass nichts uns ablenkt von dir, Vater, sondern dass wir nur auf dich schauen, Vater. Ich bitte dich, gib uns deine Leitung, gib uns deinen Geist und segne jeden Einzelnen, wo er ist, Herr, sei es zu Hause, sei es in der Bahn, Herr, sei es, ob er dieses Video in 2020 sieht oder, Herr, in 2021 oder in Zukunft, Vater, segne die Leben. In deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Gott segne euch. Gibt's auch noch Outtakes? Gut. Okay. Machen wir noch einmal. Liken, subscriben und kommentieren nicht vergessen.